Auf wenn wir es mal anschauen, ob das etwas, noch, ob etwas retten können. Ich weiss fast nicht. Hier hat so viele schöne Velo. Ja. Vielleicht sollte ich. Ich weiss nicht. Könnte ich dir mal mit ihnen zusammen anschauen? Ja, klar. Ich bin der Marco. Freu mich. Hi, Murmi. Marco! Ja. Murmi mit einem M. Genau. Wow! Das ist ja gerade mal ein super Tanz. Schau mal, ja. Marco! Das Farbe. Farblich würde es auch gerade passen, ja, gell? Mit der Farbe. Und das heißt Tour de Suisse. Ja. Das Suisse-Velo-Rennen. Schau mal, wir haben auch gar keine Kette mehr. Aha. Wir haben hier einen Zahnriemen. Aha. Da liert es das Fähli nicht mehr rein beim Fahren. Oh, das ist praktisch. Das tut im Fall aber richtig weh, ja, wenn es an diesen Haaren zieht. Ja. Und wenn es sogar hier den Schwanz drin nimmt, oh, dann muss der Murmi brüllen. Oh nein, ja, das müssen wir jetzt eben nicht mehr. Und was hast du sonst noch für eine? Hoho, das ist aber auch ein ganzes Verrücktes. Ja, da haben wir unsere Vollgefederten, auch wow, mit Elektroantrieb. Das heisst, müsstest du nachher fast einmal draufhocken und fahren. Und ganz verrückte Pedale. Ja. Da haben die Murmi-Füsse richtig Platz drauf. Genau. Mit dem kann man auch dort, wo es nicht so Strassen hat, oder? Ja, da kann man in den Bergen fahren, oder im Wald, oder auf den Wiesen. Und auch, wo wir vorher gesehen haben, dort hinten? Das ist ein Citybike. City? Das heisst, glaube ich, Stadt, ja, gell? Da kann man so in der Stadt. Und wenn man jetzt auf dem Dorf wohnt, darf man da trotzdem rumfahren? Ja, ja, du sowieso. Du, aha, darfst überall fahren. Und darum hat es dort so Einkaufskörbe drauf oben, damit man posten kann. Ja. Aha. Du kannst den Bauernhof laden, kannst füllen und dann kannst du heim und schnausen. Und die hier unten? Das sind die Mountainbikes ohne Motor. Ah, dann und kommen wir. Gehen wir in den Bergen und, ja, im Wald, aber man muss alles selber trampen. Ja, da musst du selber trampen. Aber das ist ja gut, dann wird man noch mehr fit. Ja, das sowieso. Aber weißt du, so Leute wie ich, die ein bisschen mehr Gewicht haben, ist eben ein Motor schon gäbig. Der Murmi hat eben auch ein bisschen zu viel Schokostängel gegessen. Oh ja, jetzt so zeigen. Ja, aber das sieht gut aus. Und die oben haben sie bei dem die Pedale vergessen. Ja, nein, das ist ein Laufvelo. Da kann man drauf hocken und angeben mit den Füßen. Das ist eigentlich eher für Kinder. Ah, für kleine Menschen? Ja. Aha. Oder für kleine Murmeltiere. Ja, das sieht super. Und das ist ein ganz schnelles. Ja, das ist ein Rennvelo. Das besteht aus Carbon. Da kann man ganz schnell fahren und muss fast nicht angeben. Das fährt sich, wie wenn es einen Motor hat. Wow! Das tun so die, die durch die France und durch die Schweiz fahren so sagt. Genau, ja. So viele schöne Velo. Überall. Da haben wir ja richtig die Qual der Wahl. Bei so vielen tollen. Oh, jetzt hat der Marco eins oben runtergeholt. Oh, oh. Schau mal, wie hat er eins oben runtergeholt? Also genau das hier für Kinder. Ja, das ist eigentlich für Kinder. Aber wir fahren einmal, oder? Aber das ist ja eigentlich kein Fahrrad, das ist ein Laufrad. Genau. Gut. Ja, wir müssen mal neu mit anfangen. Gut. Genau. So. Aha. Und jetzt wollen wir so wagen. Ja, aber komm, es ist das, glaub, doch ein klein. Wir nehmen mal noch was anderes. Ja, Pedalenfehler eben. Ja, bitte. Hast du noch mal eins zum Ausprobieren? Ja, klar. Gehen wir gerade zum nächsten. Also, Murmi, wir nehmen jetzt das erste Mal das mit dem Zahnriemen. Ja. Da gehen wir jetzt gerade ausprobieren. Gut! Schön, jetzt nehmen wir noch eins, wo hinten auch noch gefedert ist. Oh, ja, und dann kannst du noch mal mit dem fahren. Ja.
So, schau. Und das hier hat jetzt einen tiefen Einstieg. Mit dem gehen wir jetzt auch noch fahren. Aha, damit man die Füße nicht so hoch wollen. Oder wenn man eine Frau ist und ein Röckchen anhat, oh, dann kann man auch super draufsteigen. Ja, so ist es. Marco, die sind super toll! Das macht richtig Spass! Und die sind alle orange! Ja! So wie bei dir im Logo mit einem Murmi-Orange! Genau! Velo, Service, Aarau, Murmi-Orange! Aber du, gibt's die? Die gefallen mir schon! Aber gibt's die auch noch in anderen Farben? Ja, komm, ich zeig dir schon alle unsere Farben! Da kannst du gerade schauen! Also, schau jetzt, hier haben wir alle Farben, die kannst du alle aussuchen für dein neue Velo. So viele verschiedene! Wow! Verschiedene Weiss, gelb, sogar pink! Für solche, die Einhörner gerne haben. Ja, zum Beispiel. Aber weißt du was? Mir würde nebst Orange natürlich am besten blau Metallisé gefallen. Ja, dann nehmen wir doch das, weißt, für das neue Velo. Das passt super gut zum Murmi Orange. So, sehr gut. Perfekt, machen wir. Also, schau jetzt. Als nächstes würden wir ein Velo zusammenstellen auf unserem Konfigurator, ja, im Fernsehen. Wie heisst der? Konfigurator. So wie Konfitüre. Genau. Konfigurator. Gibt es auch in verschiedenen Farben Konfitüre? Ja. Oh, das ist schön, das ist gut. Das ist genau dein Velo, das wir ausgesucht haben. Ach so, blau, genau. Und hat jetzt das, weißt du, dass mir der Schwanz nicht einklemmt und so? Das hat noch einen Zahnriemen, ja. Aha, und auch vorne eine Federung? Das ist natürlich vorne gefedert, dass wenn du mal über einen Feldweg fährst oder durch einen Wald, dass die da nicht abschüttelt. Ah, das ist aber super. Und die hat auch noch einen Gepäckträger. Ja klar, dann kannst du das Körbchen füllen. Mein Murmi-Stängeli? Ja, natürlich. Die könnte ich dort drauf gut tun, dann habe ich immer Proviant dabei. Perfekt, so machen wir es. Und etwas. kann ich mir das leisten? Weißt, ich habe ja immer gestaubsaugt oder Rasen gemäht und der Gary hat mir Batzen gegeben. Aber ich kann schon, sollte schon so klein so zahlbar sein für mich. Absolut, da kannst du schon zahlen. Da kannst du nicht so viel. Super, das ist super. Also, wenn denn da ist, tust du mir anrufen? Ja, ich gebe dir Bescheid und dann kannst du es holen. Gut, aber ich tue ihm Gary nicht verraten, dass wir eins ausgesucht haben. Nein, das ist ein Geheimnis. Ja, das ist ein Geheimnis. Ich liebe Geheimnis. Ja. Kommt der Murmi ein neues Velo über? Kommt der Murmi ein neues Velo über? Tada! Wie ist euer Velo? Marco! Können wir gerade fahren? Das ist ja super! Uhu! Im Murmi ist ein neues Velo! Yippie! Das ist so super toll! Ich muss schauen, dass der Gary mir das nicht stibitzen. Ja. Und der Murmi tut Sorge. Aber Marco! Ja. Falls jetzt der Murmi mal vergisst, Sorge zu geben und ein bisschen ruhen oder ein bisschen Pech hat und das Velo geht ein bisschen kaputt, muss ich dann ein neues posten? Nein, dann kannst du es zu uns bringen und wir tun es in der Werkstatt reparieren. Ah, komm, Werkstatt. Wir gehen gerade schauen. Ja, Werkstatt! Also, schau, Murmi, das ist jetzt unsere Werkstatt. Das ist der Pascal, das ist der Hansu. Hans-Ueli. Hansu. Ja. Und was machen die? Die schauen, dass die Velo gewartet werden, bevor sie kaputt gehen. Ja, das ist bevor sie kaputt gehen. Warte! Warte! Die warten, die hocken hier umeinander, die Velo! Nein! Ja, die warten, dass. Heißt was? Die halten die Fahrzeuge instand halten. Das heisst,
wenn du regelmäßig Service machst an deinem Velo, dann geht das nicht kaputt. Service? Wenn du einfach wartest und nichts, wenn du eben nichts am Velo machst und einfach fahrst und nie einen Service machst, dann geht es kaputt. Aha, dann komme ich regelmäßig mit meinem neuen Velo zu dir in Service. Ja, idealerweise alle 6 Monate. Aha, alle halb oder, Jahr? Ja, aha. Oder mindestens einmal im Jahr. Aha. Ja. Und die können aber auch Sachen flicken, wenn es ganz kaputt gegangen ist. Die können auch Sachen flicken, das sind Velomechaniker. Zum Beispiel das Birli nicht mehr birlt, brennt oder so. Genau, ja. Aha. Oh, ich habe gesehen, ich kann dort am Boden drücken, dann macht es zuck, ja. Darf ich auch mal? Unbedingt. Ruhe und runter. Ja, also, dann würde ich sagen, gute Fahrt mit deinem neuen Velo. Und danke, bis zum ersten Service. Ja, ja, ja! Der Wurmi wird viel Spass haben mit dem neuen, wunderschönen Velo. Tschüss, Marco! Tschüss, Wurmi! Der Wurmi geht jetzt auf die Velo-Jungfrau-Fahrt. Berg und Höch im Berggebiet, zwischen den Gletschern innen. Und hat eine schöne Höhle dort. Im Boden drin.